Ja, klar, falsche Reihenfolge. Ha! Schön. Warte mal. Ah, hier liegt was. So, dritte verschlüsselte Runenkombination. Glänzende Fische sterben auf dem Wandgemälde vom Blitz getroffen. Glänzende Fische. Sterben auf dem Wandgemälde. Warte mal. Fisch. Glänzende Fische. Sterben. Sterben auf dem Wandgemälde. Vom Blitz getroffen. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das irgendwie so... Aua. Ach, schön, vergiftet. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das irgendwie so... zu durchmachen. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht irgendein Buch bekommen oder so? Warte mal. Hier. Die Riten enthält Informationen zum Winterschreiben, der das Artzeichen verstärkt. Oh! Nach Midinere oder Mitwinter, dem Tag der Wintersonnenwende, Tagelänge, Elfen, bla bla bla, bla bla bla. Gut, bringt uns nicht weiter. Okay, Leute, das hier unten merke ich mir mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir da weiterkommen sollen. So, na gut, dann gehen wir halt weiter. Ich werfe noch mal eben... Wie, ich kann hier nicht meditieren. Lass mich rollen. Na klar. Verrecke. Aua, 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 verdammt, ich bin gleich tot. Was soll denn das? Warte mal, Axi. Au, verdammt nochmal! Weg, weg, weg! Scheiße! Verdammt! So ein Mist! Das geht auch so nicht, Leute! Ach ja, laden, bitte. Scheiße, ich habe das letzte Mal vor dem Golem gespeichert, ne? Okay, ja gut, aber ein Golem muss man jetzt auch nicht unbedingt platt machen. Ach ne, hier unten, okay. Na gut. Da kommen wir nicht weiter. Kann ich da unten meditieren? Ja, das geht. Gut. Dann werfen wir schnell ein paar Tränke ein. Tränke einnehmen. Gucken wir mal. Krähe, Schwalbe, Waldkauz. Ja, ich glaube mit anderen Dingen haben wir unten weniger zu kämpfen. So, wie gesagt, ich habe schon lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Die Harpien waren ja kein Thema. Aber jetzt so die Gargülen. Naja, habe ich den schon eingesammelt hier? Nee. Ja, egal. Raus hier. Du hast ein paar Orens. Da hat es gerade wieder geleckt. Das war uncool. Echt jetzt? Aua! Warte mal. Ah, okay. Ja, gut.
Wir wollten uns ja sowieso verhaften lassen. Die haben so ordentlich hinter Faustik hinter den Ohren gehabt. Das war uncool. Philippa, hallo. Hier? Ja, ich hier. Ich dachte, die wurde geknebelt. Oh, guck mal. Ich glaube, der ist da schon länger. So, Philippa. Was tust du hier? Es ist gar nicht so leicht, Philippa Eilhart in Fesseln sehen zu können. Mal sehen, ob du neben mir auf dem Schafott auch noch so ein Großmaul bist. Im Gegensatz zu dir habe ich nichts getan, wofür sie mich aufs Schafott schicken könnten. Für sie bist du ein Königsmörder. Ich versichere dir, Radowitz-Henker sorgen dafür, dass du dich zu allem bekennst. Sogar zum Sex mit Trollen. Naja. Wann hast du bemerkt, dass Saskia ein Drache ist? Radowitz hat nichts gegen mich. Hat Radowitz was gegen uns? Ich glaube nicht, ne? Radowitz ist kein Idiot. Er weiß, dass ich unschuldig bin. Außerdem schuldet er mir noch einen Gefallen. Radowitz ist Politiker. Er will sich der Welt gerne als Rächer der getöteten Könige zeigen. Er wird zuvor erfahren, was du in Wergen getan hast. Ich habe den Rebellen geholfen und damit Hänselt geschadet. Das ist das Wichtigste. Radowitz hat die Oberhand. Seine Stimme ist bei den Verhandlungen entscheidend. Und das verdankt er unter anderem mir. Wie konntest du dann hier landen? Muss ein Missverständnis gewesen sein. Na klar. Träum ruhig weiter. Wusstest du die ganze Zeit, dass Saskia ein Drache ist? Ich hatte den Verdacht schon lange. Gewissheit wurde es erst, als sie vergiftet vor mir lag und ich sie untersuchen konnte. Ich habe das Rezept für das Gegengift gesehen. Kein Wort von einer Rose der Erinnerung. Tja, treue Verbündete sind wertvoll. Und die Rose der Erinnerung hat große Macht. Gegen diesen Zauber kann selbst ein Drache nichts ausrichten. Dann ruf sie zu Hilfe. Die Meritium blockiert alle magischen und telepathischen Kräfte. Da kommt jemand. Eure Majestät. Lange habe ich darauf gewartet. Du hast Redanien so plötzlich verlassen, dass ich dich nicht gebührend verabschieden konnte. Majestät, ich begreife nicht, warum ihr mich habt einkerkern lassen. Was ich tat, diente Redanien. Ich habe die Rebellen unterstützt und Hänselt geschwächt. Ich habe für euch meinen guten Namen riskiert. Ich bin kein kleiner Junge mehr, der dir jedes Wort glaubt. Was soll das, Radowitz? Ich habe dich in den schwersten Zeiten unterstützt. Du wärst nichts ohne mich. Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich ganz genau. Du hast gegen meinen Vater intrigiert und auch gegen mich. Der redanische Hof hat vor der allmächtigen Philippa Eilhart gezittert. Nein, Majestät, das ist nicht wahr. Lasst mich erklären. Was wirft man mir vor, Majestät? Gesandter! Triss Merigold war so freundlich, uns die Mitgliederliste einer geheimen Organisation, genannt die Loge, anzufertigen. Darin vertreten waren auch Zauberinnen aus Nilfgaard. Aber um die musst du dir keine Sorgen machen, Herrin. Triss, du bist verrückt! Ihr habt Demavent und Foltest umbringen lassen. Ich vermute, dass du auch bei der Ermordung meines Vaters die Finger im Spiel hattest. Und wärst du nicht in die Meritium gefesselt, würdest du jetzt mich töten. Aber jetzt ist Schluss, Eilhart. Wir machen dir der Form halber den Prozess, aber du weißt, dass du am Ende bist. Du wirst wegen Verschwörung, Verrats und Königsmords verurteilt. Du wirst gehäutet und landest auf dem Scheiterhaufen. Ich habe deine kalten Blicke im Rücken schon immer gespürt. Mir ist nicht entgangen, dass meine Untergebenen meine Befehle erst mit deiner stummen Zustimmung ausführten. Der gesamte Hof in Dreiberg hat zugesehen, wie du mich erniedrigt hast. Ganz Redanien hat mich ausgelacht. Weißt du noch, dass du mich gelehrt hast, den Blick der Leute zu halten, bis sie wegsehen? Kein König kann sich Schwäche oder Unentschiedenheit leisten. Deine Worte. Ich bin mittlerweile perfekt darin. Du warst der einzige Mensch, den ich nicht unterwerfen konnte. Jetzt nutzt deine Chance, dein Leiden zu verkürzen. Bekenne dich hier und jetzt, in Anwesenheit des Gesandten, zu deiner Schuld. Sieh mir in die Augen, bereue und ergib dich. Wie du willst. Henker, stich ihr die Augen aus. Ihr macht einen großen Fehler, König. Mit einem Löffel. Oh. Ich habe eigentlich gedacht, das passiert irgendwas, dass es nicht passiert. Aber. Okay.
Fieses Ding. Wir sprechen uns noch, Hexe. Ich wollte es nicht glauben, als man mir sagte, Geralt von Riva säße in meinem Kerker. Der Geralt, den ich kenne, hätte sich nicht fangen lassen. Ich wollte gerne eure Kerker besichtigen, Majestät. Was ist denn so interessant daran? Die Gäste. Entschuldige, dass die Gesellschaft so schlecht ist. Zum Glück wird Eilhard uns schon bald verlassen. Ich bitte um Gnade. Nicht für mich, sondern für Triss Merigold. Der Gesandte Fitz Österlehn hat sie. Ich weiß. Aber Schillard wird euch doch einen Gefallen nicht abschlagen, Herr. Es kann sein, dass ich Nilfgaard um weitaus Wichtigeres bitten muss, so leid es mir auch tut. In dieser Stadt entscheidet sich das Schicksal ganzer Völker. Individuen sind da nicht relevant. Ja, Versuch was wert. Der Gesandte von Nilfgaard sprach von einer Organisation der Zauberinnen. Wie es sich fügt, interessiere ich mich für die Pläne dieser Loge. Die Pläne der Loge dürften völlig uninteressant sein, weil diese Organisation in Kürze nicht mehr existiert. Nichts gegen dich, Hexer, aber du bist von einem ungebetenen Gast zu einem unbequemen Zeugen geworden. Ja, war ja klar. Ich nehme an, ich werde eure Kerker noch gründlicher kennenlernen. Vor Abschluss der Verhandlungen kommst du hier sicher nicht heraus. Wenn ihr glaubt, auf die hätte ich Einfluss, überschätzt ihr mich, König. Politik ist ein kompliziertes Puzzle. Jedes Teil kann wichtig sein oder nutzlos. Lochmuin ist ein Ort des Umbruchs. Und diesen Umbruch führe ich herbei. Ein zweites Tanet wird es nicht geben. Bald wird offenbar, wozu der König von Redanien fähig ist. Es ist Zeit für die Verhandlungen. Radovid ist begabt, aber zu jung. Er begreift noch nicht, dass nur Tote wirklich schweigen. Weil Redanien Nilfgaard einen Gefallen tut, helfe ich dem König. Lass Triss frei. Da müsste ich dumm sein. Wenn es einen Ort gibt, an den wir uns nach diesem irdischen Jammertal begeben, trefft ihr euch dort bald. Du erlaubst doch, dass ich dem redanischen Henker zuvorkomme. Was für ein Gefallen ist denn das? Mir kannst du's sagen. Tote plaudern ja nichts aus. Das stimmt. Aber ich bin vorsichtig. Ich verspreche dir, wenn du kalt bist, erzähle ich es dir in allen Einzelheiten. Schade, dass du das nicht mehr erlebst. Lochmuin wird eine große Überraschung. Für die Magier und die Könige. Niemand mag es, wenn andere für ihn entscheiden. Schon gar nicht der König. Du bist gefährlich, Hexer. Und zu unabhängig. Einst wird Radovid mir dankbar sein, und nicht nur er. Tötet ihn! Aber Vorsicht vor seinen Zauberkünsten! Halt ihn fest, Hart! Ja, versucht's mal. Bin gespannt, ob ich da ständig rauskomme. So, Freundchen. Für den Kaiser! Bring mich hier raus! Zuerst beantwortest du mir ein paar Fragen. Ja, Wie wirkt dein Zauber? Saskia kann sich meinem Willen nicht entziehen. Aber keine Sorge, sie leidet nicht darunter. Sie hält mich einfach für den wunderbarsten Menschen der Welt, als wäre sie verliebt. Und sie ist weiterhin im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, ihres bezaubernden Charakters, ihrer Schlagfertigkeit, ihrer Würde. Das ist ja schon mal was. Wo ist sie denn jetzt? Als ich verhaftet wurde, war sie bei Sheila. Sie wollten zu den Verhandlungen gehen. Okay. Ist das wahr, was Schillard gesagt hat? Über die Loge und die Königsmörder? Schillard hat gesagt, was Radovid hören wollte. Halbwahrheiten ohne Zusammenhang. Praktisch hat er gelogen. War Triss daran beteiligt? In der Hinsicht ist sie unschuldig. Allerdings war sie dir gegenüber in vielen Dingen unaufrichtig. Das kannst du mir glauben. Und wozu das Ganze? Welches Interesse habt ihr daran, Könige umzubringen? Hilf mir hier raus. Dann erkläre ich dir alles und helfe dir, Saskia zu entzaubern. Nimm mir die Fesseln ab und bring mich in mein Quartier. Ich flehe dich an.
Ich sage dir alles. Alles! Ich traue ihr noch nicht. Gut, dass ich mit Jorvit hier bin, muss ich eigentlich nicht unbedingt wissen. Da haben wir ein Problem. Ich habe keine Zeit. Warum nicht? Musst du dich an einer blinden Frau rächen? Schillert sagt, sie haben Triss. Ich muss sie befreien, bevor sie ihr die Augen ausstechen, wie dir. Eine Expedition ins Lager von Nilfgaard ist glatter Selbstmord. Einen Freund im Stich zu lassen, ist glatte Niedertracht. Nur ich weiß, wie Saskia entzaubert werden kann. Hol mich hier raus. Wenn ich umkomme, ist ihr nicht zu helfen. Dummerweise hat sie da recht, ne? Herrgott, ich will keinen Drachen unter ihrer Kontrolle lassen. Aber Triss will ich auch retten. Scheiße. Aber ich glaube, das mit dem Drachen gut, ist wichtiger. Aber wenn du mich hintergehst... Mach mich los und führ mich. Wir müssen zurück durch die Kanäle. Die Fesseln bleiben und du gehst voran. Schillert wird Alarm schlagen. Nein. Wenn er sich wieder aufrappelt, ist alles vorbei. Töte ihn. Ich töte keine bewusstlosen alten Leute. Geh voran. Es wäre wahrscheinlich echt klüger, ihn zu töten. Keine Tricks. Aber naja. Ich will hier raus und leben. So, wir machen erstmal schnell unseren Level up. Will ich mal gucken? Oh, guck mal, hier könnten wir Mutagene einsetzen. Wir haben allerdings... Oh, warte mal. Naja, nee, eigentlich nicht. Nee, da warten wir, bis wir was Besseres haben. Schaltet finale Gehebe gegen mehrere Gegner frei, die über voll Adrenalin aktiviert werden. Ermöglicht die Erzeugung von Adrenalin durch Schwerthiebe. Schaden plus 10%, Schadensreduktion plus 10%. Ui, alle Resistenzen plus 20, Chance auf kritische Effekt plus 20, renn damit. Das können wir brauchen. Genau. So, das könnten wir auch nochmal mutieren. Gut so. Schaffst du es zu gehen? Ja. Könntest du mir die Fesseln abnehmen? Die Fesseln bleiben. Ja, das würde ich auch sagen. So. Okay, da ist dicht. Ah ja, ist wieder diese... Lass uns tanzen, Philippa. Okay. Wir gehen mal hier lang. Ach, da kommen wir wahrscheinlich in die Kanalisation und dann wieder raus. Hm, kann das sein? Fatja, Keim. Wunderbar, Jorvit. Was will man mehr? Wer hat das getan? Radovid hat sich für ihre Fürsorge in seiner Kindheit bedankt. Auch im Namen seines Vaters. Ich habe ihn gerade gesehen, wie er mit seinen Soldaten zu den Verhandlungen ging. Er hat gepfiffen. Bringt mich hier weg. Halt den Rand, du Schlange. Du lebst nur, weil du uns noch nützlich bist. Ihr könnt später Höflichkeiten austauschen. Philippa hat uns ihre Hilfe zugesagt. Gegen ihre Freiheit. Und du traust ihr? Weißt du eine andere Möglichkeit, Saskia zu befreien? Kannst du laufen, Eilhard? Das muss ich wohl. Was geschieht jetzt mit Saskia? Sie wird Sheila de Tankavils Anweisungen befolgen, bis ich wieder da bin. Sehr gut. Sheila nimmt an der Sitzung teil? Ja, sie ist sicher schon da und trägt Sorge, dass der Plan der Loge sich erfüllt. Und wenn Saskia nicht vergiftet worden wäre und kein dummer Hexer dir die Bestandteile des Elixiers gebracht hätte? Dann hätte ich andere Wege gefunden. Aber ich habe mir diese Gelegenheit ja nicht entgehen lassen. Wofür genau trägt Sheila Sorge? Für die Wiedereinsetzung von Kammer und Rat. Außerdem für einen starken, unabhängigen Staat unter Saskias Führung. Wozu das? Zum Schutz vor Nilfgaard.
um nach den Jahren voll Chaos und Zerstörung endlich aufbauen zu können. Was ist so schlimm daran, dass wir regieren wollen? Alle wollen regieren. Ich weiß das besser als jeder König in der Stadt. Das nehmen euch die Leute nicht ab. Sie akzeptieren euch nicht. Die Anderlinge erst recht nicht. Alle glauben an Saskia. Sie ist die geborene Anführerin. Von der großen Politik versteht sie allerdings nichts. Sie hat Charisma, aber keine Schleue. Sie ist mutig, aber nicht verbissen. Streng, aber nicht grausam. Sie ist dein Gegenteil. Vielleicht. Zusammen sind wir unschlagbar. Das klingt eigentlich gar nicht mal so dumm. Du hast Foltest ermorden lassen? Nein. Schillert behauptet, Triss hätte ausgesagt. Triss weiß nicht, was sie sagt. Es stimmt. Die Loge existiert und Triss hat ihr Vertrauen verspielt. Aber ich habe niemanden beauftragt, Foltest zu töten. Wie können wir Saskia befreien? Es gibt ein Stilett mit einem Gegenzauber. Man muss es dem Drachen ins Herz stoßen. Besser in dein Herz, Hexe. Das findest du wohl lustig. Das ist die einzige Möglichkeit. Der Stich muss sehr präzise erfolgen. Nur dann kann es gelingen. Sämtliche Runen auf der Klinge des Stiletts müssen in Kontakt mit ihrem Blut kommen. Und die Spitze muss die Herzkammer durchstoßen. Da müssten wir sie schon kampfunfähig machen. Einen Drachen? Sehr lustig. Geralt, sie lügt. Ich glaube ihr kein Wort. Wozu hat sie das Stilett überhaupt? Gleich verkauft sie uns, sie hätte die ganze Zeit vorgehabt, Saskia zu entzaubern. Man muss für jeden Zauber, den man wirkt, einen Gegenzauber parat haben. Einfacher Grundsatz der Magie. Schließlich hätte auch was schiefgehen können. An den Grundsatz halten sich aber nicht viele Zauberer. Wo ist das Stilett? In meinem Quartier, im ehemaligen Haus Geoffrey Monks. Es ist gut aufgehoben. Ich weiß, wo das ist. Jorvet, weißt du, wie man ungesehen zu Philippas Quartier gelangt? Durch diesen Kanal. Ungeheuer oder nicht, wir sparen viel Zeit. Behalt sie im Auge. Ich gehe voran. Also ich würde sie jetzt eigentlich glatt in die Zelle zurückbringen. Jetzt hat sie uns ja gesagt, was wir brauchen. Von daher, was soll's. Ich da nochmal zurück. Da ist irgendwas. Ich habe diesen Ort vorhin gemieden. Ein edler Ritter, bereit zu selbstloser Hilfe? Ich sehe nach. Ja, falsche Taste nochmal. Ja, Gott. Wie viele von denen laufen hier noch hoch? Verdammt, verdammt, verdammt! Leute, ich verliere so viel Lebensenergie, das ist echt nicht mehr lustig. Welche Garantie habe ich, dass ihr mich freilasst? Keine. Und auch keine... Oh, meine ganzen Dinger hier oben sind auch nicht mehr ausgerüstet. Ach, guck mal, wir haben einen Ruhm. Stahlschwert ist auch nicht ausgerüstet. Das hier war unser Schwert, ne? Quihere. Ja, ich glaube. Gut, dann könnten wir eigentlich mal... Wir haben ja noch ein paar Runen. Nein. Auf das Silberschwert. Genau. Und die magische Kette. Rüstungsaufwertung. Kein Platz mehr frei. Rüstungsaufwertung. Nekrophagenöl. Ist, glaube ich, hier gar nicht so schlecht, ne? Schaden gegen Leichenfresser. Machen wir mal. So, und dann... Fallen rüsten wir noch aus. Kartätsche rüsten wir noch aus. Uns fehlt ein bisschen was. Davon träumst du, nicht wahr? So, dann schmeißen wir noch ein paar Tränke ein. Langsam werden die Tränke echt
brauchbar. Vikra gegen Giftresistenz. Machen wir mal. Die Schwalbe. Und... eine Krähe. Trinken. Gut. So, dann schauen wir mal, was wir von den Leichenfressern hier noch einsammeln können. Scheinbar gar nichts. Warum nicht? Fiese Sache. Na gut. Gehen wir weiter. Na. So, lief doch schon wesentlich besser. Langsam. Ich kann nicht mehr. Je früher du uns das Stilett gibst, umso eher kannst du deine Wunden lecken, du Kröte. Ein Zauber gegen Schmerzen erfordert Konzentration und Präzision. Ich halt's nicht mehr aus. Dann krepier eben vor Schmerzen. Keiner hilft dir und keiner weint dir nach. Vorwärts! Jo, das sehe ich ebenso. Überprüf das Zimmer. Mir gefällt das nicht. Mir auch nicht. Okay, gucken wir mal. Na klar. Weg, weg, weg. Hui, hui. So, gucken wir mal. Philippa Al hat's Notizen. Gucken wir uns mal an. So. Der magische Kreis besteht aus 5 Kerzen, die in der richtigen Anordnung aufzustellen sind. Während meiner Untersuchung konnte ich die korrekte Aufstellung herausfinden. Sie ist auf diesem Abbild dargestellt. Das sind 3 verschiedene Anordnungen. Mann! So, jetzt haben wir hier der Aufstand von Vizima. Nee. Schuhe wieder ausrüsten. Alter, so. Könnt ihr ja mal lesen. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen uninteressant. So, was haben wir hier? Temerische Schaftstiefel, schwere Lederhosen. Gucken wir uns mal an. Ah, schon sind wir überladen. Vielleicht können wir ja was brauchen. Nein. Oh, die haben wir schon an. Können wir wieder wegwerfen. So, gucken wir. Hört ihr auf! Hört ihr auf! Gargoyles im Haus, ey. Die Frau hat doch einen Schaden. Wer hält sich denn Gargoyles als Haustiere? So. Das stecken wir mal ein. Hier will ich auch noch ein bisschen plündern. Nehmt mir das Dimeritium ab. Ich das ist wahrscheinlich euch. Die Eingangstür. Halt den Mund. Magie und Macht. Inventar. Ja, könnt ihr auch mal lesen. Ist für uns jetzt relativ, oder für mich jetzt relativ unbrauchbar. Hier noch. Die Geschichte Mahakamps, ich glaube, das haben wir schon gelesen.